Ja, herzlich willkommen heute zu FIFA Prophecy. Heute erstmalig mit FIFA 13 und ich heiße willkommen zu unserer Prophecy, den Alex. Hallo Alex. Ja, hallo. Genau. Unser Spitzenspiel heute zur FIFA 13 Debütfolge ist das Schalke 04 gegen Magaz Wölfe. Hast du gerade Scheiße gesagt? Nein, ich meine es zwar, aber habe ich nicht gesagt. Ich weiß es nicht, weil wir dürfen ja nicht beleidigen. Ich habe es jetzt nämlich nicht hingehört. Das klang für mich so, als hätte ich Scheiße gesagt. Ich habe den Nachhinein bereut, dass ich nicht gesagt habe, aber ja. Also wir hätten dann jetzt voll den Stress gehabt, wenn du das gesagt hättest. Genau. Mich freut es gerade, dass wir echt in Gelsenkirchen spielen. Das. Eines dieser ganz. Es waren mal mehr Stadien früher in FIFA. Dies. Ja. Ich weiß nicht, warum sie jetzt weniger drin haben, wenn sie denn schon die Modelle hatten. Ja. Also das aber da die FIFA-Spiele ja besser geworden sind, an sich, wollen wir da jetzt auch nicht so groß drauf rumreiten. Genau. Alex spielt Wolfsburg und ich spiele die Königsblauen. Wer bist du eigentlich? Ach ja, genau. Ich bin Maribu. Achso. Genau, und dann kann es jetzt gleich losgehen. Ja, und endlich mal mit 100. Habe ich jetzt nicht angepasst. Die sind genauso wie FIFA 13 die vorgegeben hat. In der Hoffnung, dass sie. Vielleicht. Ich breche mal vorher. Alex, was hast du bei deiner Ausstellung geändert? Ein bisschen was. Also Kier rein, Olic statt Durst und Schäfer rein. Oder wo ist ein Schäfer? Warte mal. Da ist er. Wenn ich da so Bokatetz und Naldo lese, da fällt mir gleich die ganzen Patzer ein in der Liga. Oh ja. Beste Innenverteidigung. Ja, noch besser ist Marcos Antonio und Klose. Naja, die haben einen Patzer gemacht, aber Bokatetz hat darin ein Spiel. Nee, du hast. Nee, du hättest das mal. Warte, noch nicht. Hättest du das mal sehen müssen. Es waren zwei. Nilsson im vorherigen Spiel, aber auch Nilsson zweimal genau das gleiche, was du von Antonio gesehen hast. Und deswegen haben sie zwei Gegentore auf die Art bekommen. Und deswegen weiß man jetzt gar nicht, wer neben Klose spielen soll. Ich hoffe, Simmons. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass wir beide gegeneinander FIFA 13 spielen. Mal gucken, ob sich diese Dominanz fortsetzt. Aus FIFA 12. Genau, also ich hatte am Anfang sehr große Schwierigkeiten mit dem Spiel. In der Liga nicht so richtig Fuß gefasst, aber mittlerweile ist das. Ja, Maribor hat auch einen leichten Vorteil, weil er die Passhilfe anhat und ich hab sie nur auf Semi. Ich hab sie doch auch auf Semi, hab ich dir doch gerade gesagt. Wenn sie übrigens aus ist, ist es wahnsinnig schwer, das habe ich gemerkt. Ich habe ein Gameplay aufgenommen. Danke für fast 500 Klicks. Da hat man gesehen, dass ich eigentlich immer daneben gepasst habe. Das geht ja, man vom Schusshilfe, wenn du die Schusshilfe ausmachst, dann wird der Schuss genau dahin gehen, wo du auch hingezielt hast. Und deswegen geht er niemals aufs Tor. Das kenne ich ja aus den Skillspielen. Da ist ja die Schuss- und Passhilfe auch aus. Da merkt man das erstmal, was für einen Unterschied das eigentlich macht. Hallo. Ja, in den PES war das besser gelöst, fand ich. Weil das da ja ab 2011 eh manuell machen musstest. Aber trotzdem ging das halt. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Jetzt schießt er und weiter heißt es aufgepasst. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht so unrealistisch, dass ich jetzt hier fertig gemacht werde. So sieht ein Pass aus. Weil Wolfsburg ja mit Naldo und Pokatetz die beste Innenverteidigung der Bundesliga hat. Jetzt hat er den Platz, den Verinha. Das ist so schwer. Ball. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht. Diego, oh, das ist ja Diego, das Riesen-Comeback. Der hat sich ja ins gelohnt. In Atletico ist so abgegangen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. In Atletico ist er ja so abgegangen. Da dachte ich, okay, vielleicht wird das ja diesmal doch packen in Wolfsburg. Aber nee, der spielt wieder genauso scheiße wie damals. Ich finde das also höchst amüsant, muss ich sagen. Genauso wie mit Van der Vaart. Allerdings habe ich jetzt nie verfolgt, wie. Nee, Van der Vaart hat es gut eingeschlagen. Tor! Ibrahim! Nein, Van der Vaart hat den HSV
Nur durch ihn ist der HSV jetzt raus aus dem Abstiegskeller. Ja. Thunderford habe ich auch immer gemacht. Fand ich weiß ja nie, ob du sein Tor des Jahres gesehen hast gegen Gladbach. Ich habe die Bundesliga bis jetzt visuell überhaupt nicht verfolgt. Nee, Thunderford hat das Tor des Jahres geschossen. Ja, früher hättest du da noch mit der Zunge geschnalzt bei dem Tor. Warum habe ich eigentlich Sosue aufgestellt? Ich verstehe es nicht. Weil du Brasilianer magst? Nö. Die Schalker holen sich den Ball. Würde ich ja Marcos Antonio mögen. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter. Da würdest du Rivaldo mögen. Rivaldo war früher mein Lieblingsspieler. Ja, heb deine Fahne hoch, du Affe. Ich hab's gesehen, ja? Noch bevor du gepfiffen hast. Wow, bist ein ganz cooler Alex. Ja, man mir ist aufgefallen, dass da jetzt Kameraleute und so rumstehen und... Ja. Das werde ich jetzt dir nicht wieder zurückpassen, weil das kann man ja nicht immer wieder machen. Das war ein Foul. Also das war aber wirklich ein Foul. Also Fouls werden ja überhaupt nicht gepfiffen. Ich finde, die haben das zwar... Also der Wille war gut, weil in FIFA 12 fand ich, dass es ja fast inflationär gewesen ist, wie der gepfiffen hat. Der hat ja jeden Scheiß gepfiffen. Aber jetzt pfeift er ja gar nichts mehr. Jetzt haben sie das komplett ins Gegenteil verkehrt. Weiß jetzt nicht, ob das die richtige Maßnahme ist, weil ich schon mehrmals jetzt Situationen hatte, die nicht nur grenzwertig, sondern hundertprozentig faul mit Karte gewesen wären. Und genau, überhaupt nie gepfiffen worden ist. Fand ich relativ unangebracht und so richtig ausbalanciert finde ich das immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex. Ja, du siehst, dass ich gerade angreife. Willst du mit dem Gesprächsthema anfangen? Ich rede seit 10 Minuten. Du wusstest, dass ich gleich angreife. Nee, du dachtest, du könntest jetzt angreifen. Und deswegen hast du das gemacht. Und das macht er richtig gut. Guck mal hin. Also ich finde, bei FIFA 13 schießt man jetzt öfters schönere Tore, also aus der Distanz, weil du nicht so richtig durchkommst. Also bei mir ist das zumindest so. Ich bin immer mal darauf angewiesen, aus der zweiten Reihe rauszuschießen. Und dadurch auch mehr Situationen entstehen, in denen... Ich kann Diego einfach nicht finden. Deswegen kann ich mit dem jetzt auch nichts Geiles machen. Ich finde ihn nicht. Was soll ich noch mit Bogardetz? Bogardetz hat den Ball auch abgefangen. Und nicht das, was er da gegen Greuther Fürth gemacht hat. So geil. Was auch immer das war. Ach, schon wieder hebt er die Fahne hoch. Jesus. Hallo. Na was? Das war kein Abseits. Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Hünteler. Ja, tolle Chance. Das ist gefährlich. Er könnte passen. Boah. Das war unverdient. Aber geiles Tor. Jetzt. Schade, dass von Affelei direkt nie reingegangen ist. Ja, weil das unrealistisch war. Ich habe schließlich alles gemacht, was man machen konnte. Kann ich ja nichts dafür, wenn das Spiel das nicht timet. Gesundheit. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Nicht so lange den Ball halten. Das nervt mich. Warum darf der Pass da nicht durchgehen? Bei dir kommt er doch auch an. Eine ziemlich dämliche Neuerung ist auch dieses neue, dass die Bälle jetzt ab sofort verspringen. Damit das ein bisschen realistischer ist, dass die Spieler halt manchmal den Ball verspringen. Das passiert allerdings so oft. Ja. Bei fast jedem Spieler. Das ist einfach... Es ist dämlich. Und das ist ein dämliches Tor. Ja, das war ein dämliches Tor. Was war das? Ja, Leute, ihr seht's hier. German Jones. Ja, schade. Wolfsburg würde es auch nicht anders schaffen. Ja, das ist so ein schönes Wolfsburg-Tor.
Ich finde, die haben ja dieses Jahr wenigstens sinnvolle Leute geholt. Da dachte ich eigentlich, die könnten wenigstens schon ein bisschen da oben sein. Ja. Ja, das ist ja katastrophal, wie die spielen. Und da läuft auch kein mehr. Und von daher geht der Rückstand in Ordnung. Ja, also der Schalker Kader gefällt mir langsam richtig gut, muss ich sagen. Habe ich auch. Wenn jetzt Jones, Papadopoulos und die ganzen anderen Spieler noch weg sind, dann okay. Och, jetzt bin ich auch so blöde. Jetzt tue ich hier mir eine Pause nämlich wegnehmen, obwohl ich euch in der Halbzeit hätte wechseln können. Ich bin ein dummer Mensch. Dummes Mensch. Ich glaube, ich wechsle Affelei aus. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Wieso wechsle ich jetzt Kahlenberg aus und nicht Chossery? Nee, nicht Kahlenberg. Wer ist denn der andere? Kier. Der Kahlenberg hast du ja doch gar nicht drin gehabt. Der kommt jetzt nämlich rein. Achso, Kier. Ich hab zu gucken. Ich muss springen, ganz schnell springen. Ich bin Diego, ich kann nichts anderes als das hier. Ich liefere nur eine eigene Show ab. Ja, nicht mal. Ich sehe den meistens gar nicht. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Wolfsburg. Mit der besten Abwehr der Welt. Langsam kann er sich den Ball zu. Dafür kennt man ihn. Alter. Da kann er gut schießen. Gefällt mir gut, Affelei. Ja, das muss Abstoß geben. Den kenne ich noch, als er bei Ajax gespielt hat. Damals. Der war bei Eindhoven. Meine ich ja. Holland halt. Das war auch unrealistisch. Verfan, das war ein schönes Verfan-Tor. Nee, das war aber nicht schön. Es war einfach Glück, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ja, im Prinzip resultiert da jedes Tor aus dem Fehler. Also das ist nicht sein allerbester Tag. Okay. Und jetzt war einfach mal hin. Es war halt nicht herausgespielt, deswegen war das keine Kunst. Ne, du gönnst es mir ja nicht mal, wenn es rausgespielt ist. Ja, dann nicht. Wenn ich es rausgetrippelt habe, meine ich. Ne, das schaffst du ja nur, weil das Spiel unrealistisch ist immer. Weil ich so gut bin, meinst du? Ne, weil das Spiel das so interpretiert. Dass ich gut bin. Nee, dass dein Pass angeblich da jetzt durchkommt. Und jetzt verliert er den Ball. Naja, dass der Pass kommt an, weil ich so gut bin. Nee. Da würde meiner ja auch ankommen. Naja, das ist unrealistisch. Pass in die Spitze. Schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Scheiß Semi-Passhilfe, du bist Bitch. Jefferson Fafan. Ach ja, Leute, falls ihr kommentiert in letzter Zeit dermaßen oft, kann ich mal mitspielen bei euch? ich hab nichts gegen euch, ich hab euch echt gern, dass ihr die Videos schaut, aber ich kann hier nicht mit jedem Typen spielen. Das tut uns echt leid, also ihr könnt dann noch so oft fragen. Ihr könnt ruhig fragen. Ja, aber wir werden darauf nicht eingehen. Wir spielen nicht mit euch. Also ihr könnt euch, also wenn ich nehme die Battlelog-Anfragen an, das ist kein Ding. Also ihr könnt jederzeit auch da reinjoinen in die Partien, wo wir sind, wo auch immer. Aber wir werden ja keine Skype-Runde oder so machen. Schade, Alex. Weil. Ja, das ist die Semi-Schusshilfe, obwohl ich jetzt echt aufs Tor gezielt habe. Bitte pausieren. Und hier muss sich ja einiges ändern. So, Dost eingewechselt habe ich jetzt. Der Torschützenkönig aus der letzten Saison in der holländischen Liga. Es gab nicht mal eine Wechselsequenz. Boah, diese Abspiele, ey, absoluter Hammer. Und diese Abschlüsse sind noch besser. Es ist aber nur mal eine Prophecy, die wir machen, und Wolfsburg wird dann echt niemals besser spielen. Das soll ja keine Vereinsbeleidigung sein. Das ist eine Analyse der jetzigen Leistungen.
Schäfer. Und außerdem muss ich mich noch ein bisschen ins Spiel rein arbeiten. Ich spiele noch nicht so lang. Auch wenn ich da schon ein paar ganz nette Partien gemacht habe und ich mich eigentlich besser damit zurechtfinde als mit dem Vorgänger, der einfach meiner Achtens zu nach viel zu pingelig war in der Steuerung. Das hier geht doch deutlich besser von der Hand. Also mir gefällt es ganz gut. Sehr gut, mit 430. Halt die Feinheiten, wie das jetzt zu selten gepfiffen wird. Und hui. Abwehrarbeit en masse. Perfecto. Dann kommt es mir jetzt so vor, als ob die Halbzeitlänge sich länger anfühlt als bei FIFA 12. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Olic! Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich guck da mal kurz nach und dann drücke ich auf weiter. Ich weiß ja nie, was da. Dass das dann, jetzt dann zwei Sekunden sehr, länger sehr ist. Was ich gut finde, ist, dass man jetzt einstellen kann, ob Regen oder nie Regen ist in der Karriere. Obwohl ja, ich das schon öfters vergessen habe und es dann geregnet hat, aber. Ich finde auch das Transfersystem etwas besser jetzt, dass du da sagen kannst, welche Rolle der einnimmt und so. Ja. Und Spieler tauschen darfst. Obwohl ich bis jetzt noch nie geschafft habe, einen Spieler zu tauschen. Allerdings oh, das war ein schönes Dribbling. Oh, Alter, das hätte der Ausgleich sein können, wenn das doch... Ja, schon, aber wenn das jetzt nicht... Das Verinha-Dribbling war aber gut. Das war richtig Mario-like. Ich habe, glaube ich, nicht einmal in FIFA 12 es geschafft, so einen Trick zu machen. Alter. Jetzt gibt's Kärtchen. Schluss, aus, Ende. Jetzt keine Diskussion, sagt er. Warte, ich möchte mal pausieren. Ach Mann. Pausier du. Hab ich doch. Ich darf aber nichts machen. Ist das scheiße, ey. Darfst du nichts machen? Ja, weil ich schon abgebrochen habe. Also, ist dumm. Ein Scheißspiel ist das. Überhaupt, ey, ich habe hier noch meine Kontertaktik eingestellt. Weg damit. Hoher Druck. Sehr offensiv. So, und jetzt greifen wir mal an hier. Es steht schließlich 3-2. Ungewöhnliches Ergebnis. Also, ich meine, ich mache immer noch irgendwie ein Torchen. Aber ein zweites? Oder jetzt ein drittes? Also, ich weiß ja nicht, was der Schäfer oder wer das jetzt war, da machen wollte. Die Nummer 17? Wir hatten die Nummer 17. Nein, da latsch ich einfach gegen dich. Oh, ich hab mich jetzt selbst abgelenkt, ey. Ja, da kann ich dir jetzt aber auch nicht helfen. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht! Scheiße! Mit eingeschalteter Komplettschusshilfe hätte ich den bestimmt reingemacht. Aber guck dir das an. Was willst du denn bitte noch als Ausgleichschance? Tja. Na, ich wollte ihn in die Ecke bringen. Na, wie gesagt, warum soll man die Schusshilfe nicht auf Semi schalten? Du wechselst Diego. Dann kannst du nämlich schönere Tore schießen. Och Mann! Sorry, aber das. Bei dem Rückstand so habe ich jetzt echt keinen Bock da. Wenn du da so blöd bist, dann muss ich dir halt nun mal nicht bestrafen. Aber ich kann das ja eh nicht ausnutzen. Also Ecke habe ich noch keine Enze gemacht, glaube ich. Ja, weil meine Flankenhilfe auf Semi ist. Der Ball kommt ja in den Strafraum. Das ist ja egal. Deswegen verziehe ich die Ecken so blöd. Alter. Wieso denn du? Weil der Schiedsrichter das so entschieden hat. Was anderes zählt nicht. Oh, Druck! Eine in der Schlussphase doch spannende Partie, die wir euch hier geben. Kein Vergleich zu Dortmund gegen Gladbach, was wir zuletzt prophezeit haben. Und das ist ziemlich schlecht, weil das war ein ganz anderes Spiel. Nämlich 5-0.
Was haben wir prophezeit? Ein langweiliges 1:0, wo ich dann das Ergebnis verwaltet habe. Ja, genau. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Hätte ich jetzt gar nichts machen können. Dass Joshua immer noch auf dem Platz ist, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Ganz sichere Ballbehandlung. Auch die Pässe kommen wie am Schnürchen. Und das macht er richtig gut. Tor! Ein total unverdientes Tor. Das ist einfach zu viel des Guten. Der Ausgleich war mittlerweile schon verdient. Blablabla. Ja, aber so ähnlich schieße ich meine Tore auch immer jetzt in der Liga. Gesundheit. Ich weiß auch nicht. Genau, und ich gebe jetzt noch einen kleinen Hinweis, wenn ihr Freundschaftsspiel macht und gleichzeitig über Skype schon redet, dann ist normalerweise jetzt immer ein Voice-Chat gewesen, zumindest war es jetzt bei uns gerade so, den schaltet ihr aus, indem ihr den linken Stick drückt und dann den Spieler auf Stumm schaltet. Nur als kleiner Hinweis hier am Rande. Vielleicht gibt's eine andere. Du kannst gleich noch mehr Hinweise machen, denn da gab es noch Kommentare wie FIFA startet bei mir nicht und warum ist das Spiel so scheiße? Was weiß ich noch alles. Maribu ist stellt sich euren Fragen. Wenn ihr heute um 17 Uhr, also TS Server 188557122209 online geht, wird Maribu euch alle Fragen beantworten. Alle Fragen, die ihr habt über Gott, die Welt, Geld, Aktien, was ihr wollt, FIFA, optional. Und in diesem Sinne, das ist unsere FIFA Prophecy, 4:2 gewinnt Schalke zu Hause in Gelsenkirchen. Und damit verabschieden wir uns. Danke an Alex, danke an Maribu für dieses tolle, wunderschöne Spiel. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.